Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Ich habe Durst, weil wir sind ja gerade aufgestanden. Ein neuer Tag ist angebrochen und wir wollten jetzt langsam, aber sicher, springen kann ich ja gar nicht, stimmt ja, mal so ein bisschen Richtung 25 Tage ohne Tiere töten arbeiten. Das Problem ist nur, die müssen wir jetzt hier irgendwie rumkriegen. Oder wir gehen in die andere Map zurück, was Möglichkeit B wäre. Wobei ich mir das halt schlussendlich tatsächlich gerne für... Wobei, was haben wir denn jetzt hier wirklich alles so unglaublich Wichtiges, was war... Eigentlich gefällt mir die hier besser. Die Karte. Weil wir hier einfach... viel, viel mehr Platz zum Lagern haben. Wobei das natürlich in der... an Crystal Lake auch gehen würde. So, gucken wir mal, was wir schon alles in der Tasche haben. Erste Hilfe haben wir ganz viele Schmerzmittel. So. Und der Rest geht eigentlich. Was haben wir denn noch so? Was haben wir denn also? Ich habe schon wieder gar nicht mehr einen Plan, was wir in den letzten 21 Kilo. Das scheint mir ein bisschen sehr viel gerade. Das ist nur Wasserspind, ne? Genau, das ist unser Wasserspind. Das gefriert vor allen Dingen auch gar nicht. Nein, nein. Essen und trinken. Ich glaube, der ganze Scheiß, der sollte weg, deswegen habe ich das in der Tasche. Genau. Material, da haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir was, da gucken wir mal, wo wir das hinpacken können. Stoff hatten wir, glaube ich, in... Ne, Stoff hatten wir, glaube ich, in der großen Schublade hier. Ne? Ja, guck mal da, da ist Metallschrott drin, war doch nicht die große Schublade. Nehmen wir mal diese hier. Ja, da geht noch ein bisschen Stoff zurück. Oder hatten wir repariert? Wollten wir noch was reparieren? Nee. Oder? 46 bei einer Wollmütze? 50 bei einer Cargohose? Ist jetzt gerade nicht so das Highlight, ne? Ich glaube, wir wollten irgendwas reparieren und haben es irgendwie vercheckt. Oder ich habe es wieder vercheckt, weil... lieber Möhrchen und so, ne? So, was haben wir hier oben drinnen noch? Da haben wir doch schon mal Tannenholz. Und da haben wir auch Zedernholz. Und Holzbriketts tun wir auch einfach da rein. Einfach, weil wir das nicht reintun können, weil die Schublade schon voll ist. Hier haben wir Darm. Ach, toll. Darauf erstmal einen Darm. So, nee, jetzt sind alle komplett voll. Dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an, wieder was zu reparieren, weil wir haben ja Zeit. Wir müssen die Zeit ja irgendwie sinnvoll rumkriegen. So, da gibt es dann 54% auf der Wollmütze. Dann machen wir das mal. So, schön fest zusammentüdeln. Ich finde das ja auch ein bisschen witzig. 50%. Cargohose. Reparaturumfang 54%. Cool, das heißt, wir haben nachher also 104%. Ist auch mal schön, ne? Vielleicht können wir noch mehr Stoffflicken drauf machen, dass es einfach immer besser wird. Ah, ne. Das waren 30%. Das war noch das vom vorherigen. Die Thermostiefel. 30% drauf. Ach, guck mal. Mir fehlt ein bisschen Leder. Und Leder wird jetzt... wahrscheinlich sogar über früh oder spät tatsächlich ein bisschen Mangelware. Okay, doch nicht. Hätte ich jetzt gesagt halt, weil wir dürfen ja erstmal noch keine Tiere töten, aber ich glaube, bis die nächsten 5 Tage, 7 Tage, 6 Tage kriegen wir auch noch so gerade eben rum, ohne noch irgendwie so ein Hirsch mal wegzubrennen. Aber dann, wenn wir das erste Mal halt irgendwo ein totes Tier finden, müssen wir auf jeden Fall hinrennen und gucken, dass wir diesen Pelz wirklich von denen abkriegen. Das haben wir ja noch gar nicht geschafft, seitdem das Update raus ist, weil ich will mir auf jeden Fall mal die neuen Sachen machen. Ne, hier diese, keine Ahnung, Schweinsleder-Ohrringe und sowas. Halt alles so ganz ausgefallene Sachen. Die haben wir ja noch gar nicht kennengelernt irgendwo. Was ja eigentlich ein bisschen doof ist sogar, dass wir das noch nicht gemacht haben, also dass ich das noch nicht gemacht habe. Dass ihr euch darüber nicht beschwert, das ist ja ein Traum. Ach, ich war, hab da ja schon. Ich habe es einfach nur ein bisschen ignoriert wieder. So. Der Rest ist soweit erstmal wieder tutti in Ordnung. Das lassen wir mal so. Dann räumen wir erstmal den Nähset wieder zurück in der Schublade. Wo ist der Jäger? Der Jägerset. Mhm. Was haben wir denn hier alles in der Tasche, sag mal? Nähset kommt raus. Wieso haben wir einen Dosenöffner und zwei Jagdmesser? Ich glaube, das ist von unserem letzten Ausflug noch irgendwie, ne? Was haben wir denn hier drin? Kanister und Schlafsack. Ja, schick und schön. Da haben wir Fackeln drin. Auch schick und schön. Da ist nur Munition, glaube ich. Hier haben wir Beilbrecheisen, Jagdmesser. Okay, dann tun wir nochmal ein Jagdmesser raus.
Und den Dosenöffner tun wir auch mal raus. Muss ja nicht alles mit sich rumschleppen. Angelzeug lassen wir auch mal gerade erstmal hier. Nicht, dass wir wieder dummerweise auf die Idee kommen und ach, lass uns doch mal angeln gehen. Nein, nicht angeln. Angeln macht Tiere tot. Tiere tot machen ist furchtbar. Macht man nicht. Sonstiges Material. Ah, die Holzbriketts noch. Und das Leder und den Stoff habe ich nicht. Ihr denkt auch an nichts. Immer muss ich an alles denken. Und ihr seht ja, was dabei rumkommt. Zieht alles nur unnötig in die Länge. So, Stöffkin tun wir auch nochmal weg. So, jetzt haben wir die Holzbriketts in der Tasche und ansonsten nichts Nennenswertes, ne? Ich meine, wir können es gerade mal eben so eine Gipfelbrause reinkippen. Oder ein Tomaten. Ach komm, Tomatensuppe geht auch immer. Darauf ein Tomatensüppchen. Kalt und lecker. So, vielleicht haben wir Glück und vorne hat irgendein Wolf gerade mal ein Reh geschlagen. Ganz feste. Mit dem Kopf vor den Heizkörper. Wir gehen mal rausgucken. Müsste ja noch eigentlich relativ früh am Tag sein. Das heißt. Was heißt das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich könnte eigentlich auch mal ein bisschen was über aktuelle Themen erzählen, ne? Was ist denn so in letzter Zeit so passiert? Ja, gestern zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wann das jetzt bezogen auf den Tag ist, wo diese Folge rauskommt. Ich bin ja aber gerade, was Long Dark angeht, immer sehr weit voraus. Wobei, so weit nicht. Also gibt es ja andere Projekte, Wasteland zum Beispiel. Wasteland ist immer ganz krass. Ist ähnlich wie Risen. Da hat es auch ganz gerne mal so einen Monatspuffer. Also, ne, dass ich. Was ist das denn hier? Ah, schön. Nichts! Das ist ja toll. Wo ich dann quasi was aufnehme und dann erst einen Monat später wieder in die nächste Session muss. Weil es ja nur zweimal die Woche kommt. Und, naja. Nee, das ist also. Long Dark bin ich da schon immer. Ich habe vielleicht ein. Jetzt hochkommen, vielleicht wirklich 2 Wochen Puffer. Hat ja natürlich eigentlich auch schon vieles, aber ihr glaubt gar nicht, wie schnell so 2 Wochen tatsächlich rumgehen, wenn man so viele Projekte hat. Wenn man immer so. Ich habe das ja so in so einer kleinen Textdatei drin stehen, ne? Meine ganzen Projekte, wie weit die jetzt gerade fortgeschritten sind, Folgentitel, wann die letzte Folge rauskommt und wie viele Tage es noch bis dahin sind. Wir einfach mal kacken, da es einfach mal 4 Rehe sind, die ich jetzt erstmal drüber treiben muss. Und, wenn man dann so langsam sieht, so, oh, da ist ein Projekt, das ist nur noch einstellig anstatt zweistellig an den Vorlauffolgen, dann werde ich zumindest schon so langsam ein bisschen kribbelig. Was habe ich denn da jetzt gehört? Ich glaube, das war hier irgendwo im Haus, das war nicht hier im Spiel. So, die rennen auf jeden Fall gerade schon mal in die exakt richtige Richtung. Das finde ich total supi, weil es eigentlich für Tag. Alter, 9 Grad. Ich pfeife einfach mal ein bisschen, damit die Rehe schneller laufen, damit sie direkt zum Wolf kommen. Wenn mir das erste Reh übrigens entgegenkommt, wissen wir, der Wolf hat es gefunden. Ich glaube, hier ist es schon passiert. Auf jeden Fall ist das noch frisch. So, hier kriegen wir noch 1,5 Kilo Fleisch raus, die wir natürlich sofort rausholen. Ich kriege jedes Mal einen Schreck, wenn ich diese Schatten hier so vorbeiziehen sehe, weil ich mir da immer so denke, Haut zerlegen. Krieg ich denn dann Haut auch wirklich oder was kriege ich da jetzt raus? Ich weiß es nicht. Es soll ja sowas geben. Leder 4, ja super, da müssen wir uns jetzt. Wie kriege ich denn jetzt. Oder geht das nur mit. Nee, für den Hirsch gibt es ja auch irgendwas. Da muss ich mich gleich halt mal ein bisschen schlau machen. Naja, zumindest. Annäherungsweise versuchen, irgendwie in die Richtung was zu werden. Doch ich kann gar nicht mehr sammeln, oder? Es ist schon so spät. Ich gehe lieber mal wieder rein. Hier gibt es ja auf jeden Fall genug Hirsche. Soll nicht das Problem sein. Die Hauptsache ist einfach nur, dass wir sie selber nicht töten, sondern sie töten lassen. Läuft der Motor noch? Hallo? Ich glaube, ich bin zu lang alleine. Ich halluziniere schon ein bisschen. Lalalalala. Boah, wenn du einmal angefangen hast, weißt du, wenn du einmal angefangen hast,
Die Gipfelbrause kippen wir uns mal eben schnell hinten rein. Hinten rein. Ist ja eklig. Ja, hat sich schon gekribbelt in meinen Bauchnabel, wollte ich natürlich sagen. Da, guck mal hier. Kaninchenpelz-Fäustlinge können wir machen. Rehlederstiefel und einen Wolfspelzmantel. Ja. Machen wir einen Wolfspelz für. Wo kriegen wir einen Wolfspelz her? Handgearbeitete Außenschicht ist warm, robust und verrät Wölfen und jedem, der sonst in Frage stellt, dass man dich nicht unterschätzen sollte. Ach, das wäre natürlich auch cool. Wärmebonus plus 7 Grad und plus 5 Grad. Das Ding ist ja nochmal um plus 2 Grad geiler als... Ja gut, alles andere wäre auch ein bisschen widersinnig gewesen. Rehlederstiefel. Ach, guck mal, das geht einfach nur mit Leder. Ach, schau mal. Wärmebonus plus 4 und Winddichtebonus plus 3. Da kicke ich jetzt gerade mal eben. Was denn jetzt unsere Schappen gerade haben? Kleidung. Wir haben jetzt gerade die Thermostiefel. Die haben in einem guten Zustand plus 2,4 und 1,6. Ich glaube, die Dinger sind auf jeden Fall besser, oder? Also gehen wir mal von 3 und 2 aus. Was machen die Rehleder-Dinger? Was war da nochmal? 4 und 3. Ja, also auf jeden Fall deutlich besser. Dann werden wir uns mal so ein Ding zusammenschrauben. In der Hoffnung, dass es denn funktioniert. Dafür brauchen wir viermal Darm und ein paar Mal Leder. Wie viel Leder haben wir denn hier eigentlich? Mal gucken, wir brauchen 8 Leder. Leder, Leder, Leder. Ich muss auf jeden Fall auch mal Kaninchen fangen. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall da hinten... das machen wir in der nächsten Folge, genau. Haben wir direkt wieder... weiß ich direkt, was wir machen können. So. Material. Holzbriketts, Darm. Darm brauchen wir noch 2 Stück. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen, dass es 2 Stück nicht ausreichen, weil ich gehe mal fast davon aus, dass es nicht Schnürsenkel sein soll. Na egal. Da muss man aber auch den Dünndarm für nehmen. Rehlederstiefel-Vorgang läuft. Hatte Puti. Ich weiß gar nicht, was es heißen soll. Das ist wahrscheinlich so viel wie, was zur Hölle, noch 25 Stunden muss ich an diesen blöden Schuhen arbeiten, bis die fertig sind. Ja, und genau das heißt es. Wir müssen tatsächlich, wir können uns das hier ein bisschen einteilen, von der Zeit, die wir daran arbeiten wollen. Und wir müssen tatsächlich 25 Stunden an diesem Leder rumarbeiten, bis es fertiggestellt ist. Ich finde es total cool, die Idee. Macht ja auch Sinn, ne? Du kannst ja nicht 25 Stunden einfach da sitzen und daran rumschnippeln. A, lässt die Konzentration irgendwann nach und B, wirst du davon irgendwann Dülle. Und außerdem stirbst du, weil du verhungerst oder verdurstest. Nö, aber so legst du das einfach weg. Die Materialien werden nach und nach verbraucht. Ja. Guck mal, mit dem Jagdmesser können wir das vielleicht wieder auftrennen oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Ich gehe auf jeden Fall jetzt gleich mal erstmal was trinken hier. Ja, erstmal ein bisschen Darm trinken, genau. Essen und trinken. Wir essen mal eben die Schweinefleisch mit Bohnen. Muss halt alles weg, ne? Oh, 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 oh. Tiffy, Lilo. Ich brauche mal ganz schnell eben ein bisschen Altholz. Und zwar 2 Stück. Müssten eigentlich reichen für 2 Stücke Fleisch und ein Zunderbündel. Komm, und einen Brandbeschleuniger. Wir müssen hier alles am Anfang benutzen. Holzbrikett haben wir ja auch noch. Guck mal, zur Not legen wir gleich ein Holzbrikett nach. Weil die geht ja halt immer weiter nach oben, die Fähigkeit. Und je weiter die oben ist, desto größer wird die auch. Das heißt, wenn wir am Anfang den Brandbeschleuniger benutzen, dann erhöht das quasi auf jeden Fall unsere Wahrscheinlichkeit, dass wir es ankriegen. Und nachher brauchen wir das Zeug sowieso nicht mehr. Da ist es eh auf 100%. Oder nahe 100%. Von daher macht das, glaube ich, Sinn. So, fertig gekocht. Da können wir sogar noch ein kleines bisschen Wasser machen, einen halben Liter. Oder vielleicht gleich sogar noch das Schweinefleisch eben warm. Dann müssen wir es nicht kalt essen. Was ja auch ein Feature wäre. 6 Minuten. Reicht, das reicht. Es waren nur 5 Minuten, die man dafür braucht. Ich weiß es genau. Sag ich doch. Komm, Schweinefleisch mit Bohnen. Mach warm. Das wird eh nicht klappen. Gleich, ja. Bett, wo bist du? Bett, 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 Bett. So, dann schlafen wir erstmal schön bis 6 Uhr morgens. Man weiß ja, der frühe Vogel fängt den Fisch. Und ich würde sagen, wir machen Cut. Es bietet sich gerade an. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von The Long.